Servus, merci, dass du geschalten hast zu unseren EM-Tipps. Und wir spielen heute ein bisschen Tippen, und zwar geht's um Schottland gegen Tschechien, Polen gegen Slowakei mit Lewandowski und Spanien gegen Schweden ohne Ibrahimovic. Anderlecht. Arriva, arriva, Anderle, sagt er. Genau, weil die Spanier spielen gegen Schweden am Abend um 21 Uhr. Aber davor sind noch zwei andere Spiele und wir beginnen. First come, first serve, Schottland gegen meine Tschechen. Und dieses Spiel gab es in der Tat vor nicht allzu langer Zeit sogar zweimal, weil sie in der gleichen Quali-Gruppe waren. Und da haben die Schotten die Tschechen leider beide Male abgeledert. Aber naja, und jetzt haben sie auch noch Heimvorteile in Glasgow mit ungefähr 12.000 Zuschauern. Ja, reicht das denn schon für den Sieg? Man muss hier vor allem auch auf die Quoten schauen. Also nichts gegen beide Länder. Ich finde die echt cool. Tschechien ist eins meiner Lieblingsfußballländer, vor allem von früher. Schottland, für die hat man natürlich auch immer ein Herz, für die Bravehearts. Auf der anderen Seite ist es ja ein Spiel einer klassischen EM-Quali und einer davon schafft es vielleicht zufällig. Jetzt sind wir hier beide. Schön für die, und die Quoten sagen auch schön für die Buchmacher oder für die Wetter, denn egal, was sie tippen, sie kriegen immer die gleiche Quote. Und von daher bin ich gespannt. Radek, du bist ja ein Drittel Tscheche. Traust du denn deinen Tschechen etwas zu? Ja, weil von meinen drei Erzeugern ein Drittel Tscheche war, oder wie? Also da muss man nochmal nachrechnen, ob es wirklich ein Drittel ist. Aber gefühlt ist es eine Herzensangelegenheit, seit die Tschechen 2004 bei der Europameisterschaft so super krass waren mit Milan Baroš. Pavel Nedved, der da sogar Fußball Europas war, und seitdem bin ich Tschechien-Fan. Aktuell die tschechische Nationalmannschaft gibt natürlich jetzt nicht mehr so viel her wie früher mit Karel Poborský und Vladi Schmitzer. Ich möchte jetzt einfach noch zwei Namen reinwerfen. Roman Tütze und Tomáš Rosický, die 1860 Dudes. Naja, Rosický hat leider Gottes nicht bei 60 gespielt, sondern bei Dortmund, aber egal, Jan Koller war natürlich auch bei Dortmund und wie sie alle heißen, aber wichtiger ist, welches Spielermaterial jetzt bei Tschechien auf dem Platz steht, und das stinkt schon fast gewaltig ab im Vergleich zu früher, denn Kapitän Vladimír Darida ist halt so ein durchschnittlicher Bundesliga-Profi und Sturmstar Patrick Schick hat zwar schon immer so eine ganz gute Trefferquote bei Leipzig und auch Leverkusen, ist aber viel verletzt. Schick ist ja immer verletzt und jetzt, wenn er spielt, ja, vielleicht kann er ein Tor schießen bei dieser Europameisterschaft. Außerdem sind noch ein paar gute andere Spieler dabei, aber da sticht jetzt keiner raus, der jetzt da die Hoffnungen hochleben lässt, dass Tschechien da großartig was reißt. Auf der anderen Seite haben sie auch in England mal gewonnen, vor zwei Jahren oder so, auch in der Quali. Und das ist ja schon ein Argument, dass Tschechien hier zumindest, wenn alles gut läuft, auch was reißen kann. Also Potenzial ist da, aber man traut diesen Spielern nicht zu. Auf der anderen Seite hast du halt Schottland. Da ist jetzt auch eigentlich so keiner dabei, den man jetzt so spontan rausschießt. Vom Namen her, Adam ist im Sturm und dann beißt es ehrlich gesagt schon wieder aus. Nichtsdestotrotz, fast jeder Schotte mit Premier League-Erfahrung ist ja schon mal immerhin wesentlich stärker einzuschätzen als jetzt so jemand, der bei Sparta Prag in der tschechischen Liga spielt. Und nichts, von daher, und auch weil die Schotten die Tschechen anscheinend können, weil sie ja zweimal in der Quali gegen sie gewonnen haben, finde ich bei dieser Quote definitiv Value auf Schottland, und vergebt mir Jacky und so weiter, meine tschechischen Freunde, dass ich hier einfach dran zweifle, dass das so so klappt gegen die Schotten, die übrigens erstmals seit 1998, seit 23 Jahren, wieder bei einer Endrunde Welt- oder Europameisterschaft dabei sind. Und eine Wette, Asian Handicap 0 auf Schottland mit einer Zweierquote, kann man, finde ich, ganz gut machen. Du bist wahrscheinlich genauso der Meinung wie ich, dass man hier eigentlich deutet natürlich alles auf ein Unentschieden hin, einfach ein richtiger Coin-Flip.
bei dem alles passieren kann. Tschechien kann gewinnen, Schottland kann gewinnen. Unentschieden ist das Natürlichste, aber da gibt es halt auch keine so besonders gute Quote. Und da ich, wie gesagt, ein bisschen finde, dass die Schotten stärker sind, hier haben wir sogar ein paar Namen. McChin, nie gehört. Christie, Naismith, okay, der ist, ist ein Schotte. Und Jonathan Russell, okay, das ist schon einfach ein Kader vieler international unerfahrener Leute. Und deswegen, ja, ein Spiel, das wirklich nur für Hardcore-Fußballfans dann vielleicht auch interessant sein sollte. Und ich beschränke mich jetzt auf diese Asian Handicap 0-Wette. Sehr, sehr gute Wette, gefällt mir auch. Ich finde es auch gut, dass das Spiel Montag 15 Uhr ist. Ja, obwohl, ich finde es eigentlich schon spannend. Das ist wirklich eigentlich ein Duell, was man sich gut anschauen kann, weil ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, mit beiden Teams kann man viel Sympathie aufbauen. Auch wegen der Vergangenheit, auch wegen der Gegenwart, auch Underdogs. Schauen wir mal zum nächsten Spiel dann vielleicht. Ich habe gerade nur noch geschaut, was gelbe Karten so gäbe an Wetten, aber das bieten halt wenige Buchmacher an, diese gelbe Karten-Wetten, aber die Schotten sind allgemein fürs Fighten bekannt und die Tschechen stehen dem oft in nichts nach, also könnte man schon für ein paar gelbe Karten gehen. Aber jetzt sage ich dir was, hier Polen gegen die Slowakei, da habe ich die beste Wette gefunden, seit es Sportwetten gibt. Aber gehen wir erstmal auf das Spiel an und für sich ein. Polen gegen die Slowakei, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Pole ist oder ein Slowake oder da wen kennt, ist das ein Spiel, wo man jetzt eigentlich nur schaut, was macht Robert Lewandowski vielleicht. Und die Mannschaften sind vielleicht relativ ausgeglichen. Die Polen vielleicht noch von den Spielern her ein Tick besser, weil die neben Lewandowski auch noch ein paar andere Spieler haben. Und zwar auch Spieler, die internationale Champions League-Erfahrung haben. Das ist für mich immer bei dieser EM immer so ein Anhaltspunkt. Wenn du halt in manchen Nationalmannschaften viele Spieler nicht kennst, dann schaust halt, haben die halt bei irgendwelchen Vereinen, die man kennt, vielleicht schon Reputation gesammelt. Und da haben die Polen halt dann noch den einen oder anderen mehr als die Slowaken. Das spricht für die Polen und natürlich der riesen Lewandowski-Faktor. Also für mich ist das ja ein Spiel, oder anders gesagt, ich formuliere es mal anders. Ich weiß, was ich am 14. Juni um 18 Uhr sicherlich nicht machen werde. Und das ist Fußballschauer. Interessiert mich, so leid es mir tut, gar nicht dieses Spiel. Mhm. Ich glaube schon, dass Polen das irgendwie gewinnt, weil da haben einfach die international besseren Spieler. Deshalb haben sie auch die die höhere Gewinnwahrscheinlichkeit mit der Quote von 1,88. Und die hört sich jetzt gar nicht mal so schlecht für mich als Außenstehenden, der mit beiden Ländern oder beiden Fußballteams nicht viel anfangen kann. Hört sich nicht verkehrt an, aber wenn man sich nicht so damit auskennt, was die Slowaken können, sollte man da lieber auch nicht wetten. Ich kann es dir sagen, die letzten Spiele der Kroaten, der Slowaken, Kroaten, Tschechen, wo ist da der Unterschied? Als Mitteleuropäer sind wir doch alle in der EU und deswegen haben sie das letzte Spiel vor der EM 0-0 gegen Österreich gespielt. Gar keine so schlechte Leistung und die haben vor allem die Russen 2-1 besiegt. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber gegen die Tschechen haben sie halt 2-0 verloren. Das sind so die Spiele der jüngsten Vergangenheit, die man hervorheben kann. Auf der anderen Seite, Polen hat natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie in England 1-2 verloren haben. Okay, kann man mal machen, aber Lewandowski war da nicht mal dabei. Und sie haben gegen Russland auch 1-1 gespielt und das letzte Spiel vor der EM-Quali 2-2. Also tendenziell, denkt man doch, Polen macht einen stärkeren Eindruck und ein Lewandowski wird den Unterschied machen. Deswegen, diese Quote von 1,88 ist ganz nett, aber ich habe dir ja gesagt, ich habe hier die beste Wette seit Menschheitsgedenken gefunden. Schaut doch mal bei eurem Buchmacher, was die Wette Robert Lewandowski trifft für eine Quote gibt. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es ist, was würdest du schätzen? Boah, 6,4. Robert Lewandowski schießt ein Tor in diesem Spiel für Polen gegen die Slowakei. Was würdest du für eine Quote schätzen?
Ja, ich habe, wenn ich jetzt nochmal 6,4 sag, sagst du dann nochmal. Ja, weil du offensichtlich nicht verstanden hast, Robert Lewandowski schießt ein Tor. Wie viele Tore hat Lewandowski in der Bundesliga geschossen? Er ist schon 41. Und wie viel hat er im Nationaltrikot? Naja, wahrscheinlich. Also, ich sag 6,4 ist die Quote. Ja, aber dann bist du wahrscheinlich enttäuscht, wenn ich jetzt sage, es gibt eine Quote von 1,8 bis 2,0. Okay. Aber du musst mal sagen, eine 2,0 für Lewandowski schießt ein Tor. Das müsste heißen, dass er jedes zweite Spiel nur ein Tor schießt. Aber der schießt halt jedes Spiel mindestens eins oder zwei. Der Typ ist krank. Der Typ ist der beste Stürmer der Welt. Und der wird doch wohl gegen die Slowakei. Kennst du einen slowakischen Verteidiger? Nein. Wird er wohl gegen die Slowakei ein Tor schießen. Aber ganz ehrlich, wie will er das machen, wenn das Spiel 0-0 ausgeht? Ja, weil es geht doch nicht 0-0 aus. Die Polen schießen doch mindestens zwei. Und ja, okay. Eins davon Lewandowski. Noch bessere Wette und mit der kriege ich dich. Erster Torschütze, Lewandowski, Quote 3,5. Noch okay. Besser. Dann habe ich jetzt eine Frage. Kennst du einen polnischen Torhüter? Ja, den Lukas Fabianski halt, der halt im Tor steht. Kennst du einen polnischen Torhüter vom FC Augsburg? Ja, der Dings, der Rafael Gikiewicz. Genau. Und wenn der schon so heftige Probleme damit hat, dass sein Landsmann Lewandowski einen Torrekord in der Bundesliga hat, dann werden doch auch die anderen polnischen Spieler sagen, bevor der Lewandowski da jetzt auch noch einen auf Torschütze macht, schießt mal lieber selber. Und ich denke, deine Wette ist toll. Das ist ja echt die allerbeste Wette, eine 1,8er-Quote. In meinem Wettsystem hat es jetzt nicht so viel Value gehabt, bei dir wahrscheinlich heftig viel. Und da machen wir eine persönliche Wette drauf. Weil soll ich es dir nochmal vorrechnen? Ich hole mal den Taschenrechner kurz. Nein. Ich nehme eine Gegenwette an. Da muss ich mich aber gleich bei so einer... Nein, also wie viele Tore? Lewandowski hat 41 Tore in ungefähr 30 Spielen. Ist eine 1,366 Wahrscheinlichkeit, dass er 1,36 Tore pro Spiel schießt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist ungefähr bei 100%, bei 136%, dass er ein Tor schießt. Und die Buchmacher denken aber, die Wahrscheinlichkeit wäre 1 geteilt durch 1,9 ungefähr bei 52%, dass Lewandowski nur jedes zweite Spiel ein Tor schießt. Das heißt, wir haben hier Value von 83% ungefähr. Okay. Dann schauen wir das Deutschland-Spiel gemeinsam an. Ich sage, Lewandowski trifft nicht. Du gibst Essen und Getränke aus. Du sagst, Lewandowski trifft. Wieso Deutschland-Spiel? Polen-Spiel, oder was? Nee, Polen-Spiel will ich nicht anschauen. So. Das Deutschland-Spiel am nächsten Tag. Alles klar. Naja, also ich finde, egal ob er trifft oder nicht, ist es einfach eine super geniale Wette, weil das musst du immer so rechnen. Ich meine, klar, die sicherste Wette der Welt kann platzen, aber wenn jetzt sowas wie Lewandowski eine 1,9er Quote kriegt, dann frage ich mich schon, was die ganzen Quotenmacher da hineininterpretieren, weil erstens Polen ist besser als die Slowakei und ja, über Lewandowski haben wir jetzt genug geredet. Gehen wir nach Spanien, Sevilla. Da ist nämlich Schweden zu Gast und die Spanier haben dementsprechend Heimvorteil, haben aber in der letzten Zeit weniger Schlagzeilen mit ihrer tollen fußballerischen Leistung gemacht, sondern eher, weil es halt einen Corona-Fall gab mit Busquets. Llorente wurde ja dann im zweiten Versuch... Nein. Ich wollte ja gerade sagen, nur weil der erste Test positiv war, da machen wir nochmal. Der zweite ist negativ. Die haben kein Corona. Das passt schon. Ist so ein bisschen wie bei Tour de France oder so. Beim besseren Arzt, ja, kriegst halt die besseren Ergebnisse dann. Ja, genau. Wir haben uns geirrt. Das ist alles okay. Das war gar nicht so schlimm. Die können spielen. Ich frage mich ja eh, es kommt dann sowas. Ich muss mich da echt aufregen. Erstens vielleicht ganz witzig, Bilbao hätte das Spiel ja stattfinden sollen, aber die hatten keinen Bock auf Zuschauer, berechtigterweise, also geht es jetzt halt nach Sevilla. Und ich habe jetzt auch gelesen, jetzt wollen sie die spanische Nationalmannschaft vor dem Spiel, oder besser gesagt vor dem Turnierstart nochmal impfen.
Und vielleicht bekommen unsere Fußballmillionäre dann irgendein anderes Zeug, als wir normal ohne Chips. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht und so weiter. Aber es geht mir darum, normalerweise, wenn es geimpft wirst, wenn es dich mit dem Astra oder egal, entweder hast du dann erstmal einen grippalen Effekt oder du kannst deinen Arm nicht mehr bewegen. Ich konnte 3 Tage nur noch so rumlaufen und wollen die dann, wie will denn der Torwart einen Ball halten, wenn er so rumläuft? Hm. Ja, ich frage mich sowieso, warum da nicht einfach die Voraussetzung war, dass dieses Turnier stattfindet, dass alle geimpft sind oder so. Also ja. Das ist verrückt, aber da bin ich zu wenig Virologe. Aber, ja. Und so, aber beim Fußball macht man einfach nochmal, wir überprüfen es nochmal, ob es wirklich positiv war und dann ist es negativ und dann ist ja eh alles easy. Hm. Also kein Fan von solchen Sachen, na. Aber wäre sonst zu krass, wenn die EM mit einem B-Kader von Spanien losgehen würde, ne? Hm. Und das ist der Punkt, weil du weißt es nicht, was die Spanier noch so bis zum Anpfiff aus dem Hut zaubern oder was da noch passieren wird. Egal, sage ich jetzt fast, wie die Spanier dann im Endeffekt auftreten, ist diese 1,5er-Quote schon ein bisschen viel zu niedrig, denn da kannst du gar nichts gewinnen im Endeffekt, wenn du davon ausgehst, klar, die Spanier gewinnen gegen Schweden, todsicheres Ding, dann ist selbst eine 1,5 eine gute Quote, aber die Risiken, dass die Spanier eben nicht 100% toll sind, dass die Schweden vielleicht, auch ein bisschen Fußball spielen können, denn auch ohne Ibrahimovic haben die ein paar ganz gute Spieler, den Abwehrchef von Manchester United mit Lindelöf und im Sturm Markus Berg, den kennst du wahrscheinlich noch vom HSV, der aber auch mittlerweile, glaube ich, in China spielt oder sonst irgendwo. In der Türkei, sorry. Egal. Jedenfalls, ja, die Schweden, warum sollen die nicht die Spanier ein bisschen ärgern, würde ich ihnen gönnen. Auf der anderen Seite haben die Spanier nämlich außer diesem 6-0 gegen Deutschland, das war halt eine krasse einmalige Vorstellung, ansonsten haben die keinen Gegner so richtig dominiert, auch wenn sie theoretisch eigentlich einen super Kader hätten, wo sogar Thiago Alcantara, der ja immer Verletzungsprobleme hat, aber auch der gar nicht mal so zum Stammpersonal gehört. Und auf der anderen Seite, ja, ist diese Quote deswegen einfach zu niedrig. Ich würde jetzt aber auch nicht so weit gehen, hier unbedingt auf Schweden zu setzen. Mit einem Asian Handicap würde ich es mir fast anschauen, denn dafür ist die schwedische Quote schon einfach sehr hoch. Und ich traue den Spaniern einfach nicht so. Ich habe bei der WM 2018 auch gedacht, die Spanier, wow, die sind wieder wer und so. Und dann haben sie gerade mal 2-2 gegen Marokko und 1-0 gegen Iran gespielt. Und jetzt auch das letzte Spiel vor der Europameisterschaft, 0-0 gegen Portugal. Muss man fast sagen, gutes Ergebnis, weil ich Portugal von den Spielern her fast besser finde. Aber nichtsdestotrotz, so ein Schweden plus 1 bei 2,18 könnte man machen, wenn man kurz vor Spielbeginn die gleiche Quote immer noch kriegt und die Spanier vielleicht wirklich jetzt im Vorfeld dieses Spiels einfach viel zu viele Gedanken an andere Dinge als an Training verschwenden mussten. Aber da ist noch ein bisschen hin, deswegen schauen wir es uns dann an, wenn es soweit ist. Genau, der Witz bei dem Spiel ist ja noch dazu, dass Schweden in der gleichen Katastrophe ist, mehr oder weniger 2 positive Fälle jetzt, ausgerechnet auch noch von 2 Leistungsträgern. Dann haben sie wohl noch 3 Tage frei gehabt, jeder hat gemacht, was er wollte. Und schauen wir mal, was da dann am Ende aufläuft. Auf jeden Fall ein Montag mit 3 Spielen, auf die wir uns beide mehr oder weniger freuen. Und dann geht's morgen schon wieder los. Mit dem ersten Auftakt der Mannschaft. Und eine Frage an die Kommentarfunktion, bitte schreib ja, wenn du der Meinung bist, Lewandowski schießt ein Tor, oder nein, wenn du der Meinung bist, Lewandowski schießt kein Tor. Boah, da lehnt man sich dann aber weit aus dem Fenster, meiner Meinung nach. Bis morgen! 6,4. Du brennt doch der Hut. Ich bin stinkesauer.